Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Travian 5 oder Travian Kingdoms. Die zweite Folge des Test-Let's Plays. Wir mussten ein Räuberversteck finden, aber eigentlich befinden wir uns noch immer im Tutorial und bekommen das Räuberversteck hier direkt angezeigt. Schauen wir mal rein. Da schicken wir jetzt ein paar Truppen hin. Ach, da kann ich jetzt eintragen, wie viel. Wie viel nehmen wir denn da? Spiel. Gute Frage. Ich schicke jetzt mal zwei dahin. Und von denen schicke ich auch zwei. Nicht? Muss ich da vier hinschicken? Alle vier? Komm, wir nehmen zwei. Nee, ich muss vier dahin schicken. Dann mache ich hier null. Bin ja geizig. Nein, nein. Null. Und dann nehmen wir da, was? Vier. Okay, das heißt, die Phalanx lassen wir schön zu Hause. Wer weiß, wofür wir die noch gebrauchen können, nicht wahr? Was haben wir denn da? Achso, ich kann ja mehrere da verspäten. Okay. Verschicken. Warte, bis die Truppen zurückkehren. Da oben rechts sehen wir es. Ah, Moment. Noch 6 Sekunden. Ich denke, im späteren Spielverlauf wird das länger dauern. Sieg! Ich habe gewonnen! So, nun. Warte, bis die Truppen zurück... Ach, guck mal da oben rechts. Die läuft Zeit und... Da läuft die Zeit und jetzt... Du konntest wertvolles Diebesgut erbeuten. Du kannst damit noch nichts anfangen. Doch dein König wird dich fürstlich entlohnen, wenn du ihm das Diebesgut zur Verfügung stellst. Verkaufe das Diebesgut an deinen König. Ich muss auf mein hässliches Gesicht klicken. Inventar, Diebesgut. Du kannst dieses Diebesgut für Rohstoffe verkaufen. Wird aktiv beim Einlegen. Der Gegenstand ist stapelbar. Hässlicher Kerl. Nicht genügend Platz im Rohstofflager? Meine Lieferung ist auf dem Weg. Juhu! Bitteschön, mein lieber König. Nur für dich. Großartig, du hast jetzt die wichtigsten Dinge erledigt. Die Dorfbewohner haben aber noch weitere Aufgaben und Belohnungen für dich. Okay, ach da. Questbuch. Benenne dein Dorf um. Besiege ein Räuberversteck. Räuberverstecke enthalten Liebesgut. Ja, das haben wir verstanden. Baue eine Botschaft. Mit der Botschaft kannst du eine Oase annektieren, um zusätzliche Rohstoffe zu erhalten. Getreidefarm. Blabla. Baue alle Getreidefelder auf Stufe 1 aus. Errichte ein Rohstofflager. Und... Als Held förderst du Rohstoffe. Im Heldenmenü kannst du einstellen, welchen Rohstofftyp du produzieren möchtest. Alles klar. Dann gehen wir jetzt erstmal auf mein Dorf. Ich habe keine große Ahnung. Schauen wir mal. Oh, was ist denn mit dem da? Ein Abenteurer. Kurzes Abenteuer. Der Abenteurer nimmt dich mit auf Expeditionen durch die Welt von Travian, auf denen du wertvolle Dinge findest. Je mehr Kampfkraft du hast, desto weniger Gesundheit verlierst du. Langes Abenteuer. 1 Stunde 5 Minuten. Kosten einmal. Was ist das? Ob das hier die Premium-Währung in diesem Spiel ist? Ich weiß es nicht, denn Travian ist ein Free-to-Play-Spiel. Wir starten jetzt mein Abenteuer. Unterwegs zum Abenteuer. Ein ankommende Diebesgut Rohstoffe. Dorf von Stimpfi. Wer zur Hölle ist Stimpfi? Hauptgebäude. Ein Dorf von Kilt Kaios. Das heißt natürlich. Kilt. Kilt Kaioshausen. Das ist ein Quark, oder? So, speichern. Damit haben wir eine Quest geschafft. Hier, guck.
Juhu, Belohnung abholen. Oh, das gab aber auch nur wirklich wenig hier. War jetzt auch nicht wirklich schwer, ne? Nächste Quest. Bau ein Versteck, um deine Rohstoffe vor gierigen Angreifern zu schützen. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Versammlungsplatz. Kaserne. So, wir brauchen ein Rohstofflager, ne? Ressourcen habe ich genug. Dauert wohl 30 Sekunden. Ah, guck mal, hier gibt es noch viel mehr. Das kann ich also alles noch nicht bauen, ist ja klar. Erstmal ein Rohstofflager, denn wir haben offenbar gar keins. Das brauchen wir. Dann bauen wir noch was. Eine Boot. Ein Versteck sollten wir bauen. Außerdem sollten wir noch bauen ein Kornspeicher. Nicht genug Gold. Nicht benötigt, Rosch. Bauen mit Baumeister. Jetzt ausbauen. Okay, offenbar habe ich... Wo steht denn, wie viel Baumeister ich habe? So, wir müssen ja auch irgendwie Holz hacken und sowas. Deswegen gehen wir jetzt mal auf die Rohstoffansicht, genau. Hier haben wir schon mal eine Getreidefarm. Wir brauchen außerdem Holz. Außerdem brauchen wir ein bisschen Lehm natürlich. Wir brauchen alles. Das hier dauert noch 25 Sekunden. Also das ist das Wichtigste. Erstmal Rohstoffe sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. So, Lehm brauchen wir auch, denn wir haben im Moment nichts, was dafür sorgt, dass unsere Rohstoffe auch wieder mehr werden. Ne? Nicht wahr? Wo steht denn, wie viele Leute hier gerade brauchen? Sehe es nicht. Naja. Und hier eine Eisenmine. Und ihr seht, meine Rohstoffe, jetzt gehen sie tatsächlich zur Neige. Aber wir haben dafür auch drei Quests jetzt erledigt. Lass mal gucken. Versteck. Tada, geschafft. Das Rohstofflager haben wir auch gebaut. Dafür gibt es direkt mal 500. Das war ziemlich cool. Kornspeicher kriege ich 500 Getreide für. So, haben wir denn jetzt erstmal alles? Lehm, Holz, Getreide und hier gibt es jetzt Eisen. Oh, hier ist noch irgendwas. Was ist denn die 1? Kaserne. Lehmgrube auf Stufe 1. Baue alle Lehmgruben auf Stufe 1. 1, 2, 3. Kostet das denn nochmal? Kostet ja eigentlich alles nicht besonders viel, ne? Okay, offenbar habe ich zwei Baumeister, aber wirklich, ich weiß nicht, wo man das sehen kann. Account wurde noch nicht aktiviert. Bitte bestätige deine E-Mail-Adresse, um alle Spielfunktionen freizuschalten. Es wartet außerdem ein Geschenk auf dich. Ach so. Nun gut, dann wollen wir das doch jetzt gleich mal machen, oder? Ich mache das jetzt mal gerade. Das muss ich dann rausschneiden. Aus dieser zweiten Folge. Oder kann ich das auch mit dem Handy machen? Lass mal gerade gucken, Leute. Das wäre natürlich am allercoolsten. Lasst euch nicht irritieren. In der Zwischenzeit können wir mal hier noch eine weitere Lehmgrube ausbauen. Aha, eine Registrierung bei Travian Kingdoms. Aktivierungscode. Ach du Schande. Ich glaube, ich mache das hier am Computer und mache mal gerade einen kleinen Cut. Bis gleich und ciao. Hi, da bin ich wieder. Ich habe meinen Account aktiviert. Und
Ja, was gibt's denn jetzt dafür? Na, werden wir dann sehen. So, wir haben alle Lehmgruben ausgebaut. Dafür gibt es eine Belohnung. Alle Holzfäller, alle Getreide-Sachen ebenfalls ausbauen. Gut, das ist jetzt relativ naheliegend, ne? Dass wir eigentlich alle Sachen hier ausbauen müssen. Eins, zwei. Und jetzt fehlt mir wieder ein Baumeister. Oh, ich habe aber drei Goldmünzen. 40, ob das... Ah, Premium-Funktionen, alles klar. Lass mal gucken, was man denn als Premium-Mitglied machen kann. Starterpaket. Das Starterpaket bietet dir zum Spielstart viele Vorteile zu einem günstigen Preis. Für 60 statt 95 Gold bekommst du eine Woche Plus-Account, Rohstoff- und Getreidebonus sowie Silber für Auktionen. Zusätzlich erhältst du etwas Ausrüstung für deine Helden. Deinen. Nun gut. Okay, okay. Aber ich habe erstmal nicht vor, hier irgendwas Premium-mäßiges mitzumachen. Denn bevor ich mich Premium bei irgendwas registriere oder so, muss ich erstmal wirklich ganz von etwas überzeugt sein. So, es ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir hier alles ausbauen, was es gibt. Weil es nötig ist. So. Wir brauchen es ja auch alles, ne? Ist klar. So, ich produziere gerade Minusgetreide. Ist auch gut zu wissen. Ja, gut, da muss man natürlich warten. Wobei ich das eigentlich ziemlich ein Quatsch finde, diese Warterei. Das mal so am Rande erwähnt. Jetzt sitzt man hier und denkt, kam schon, noch 5, 4, 3, 2. Apps. So, machen wir das noch. Das Holz neigt sich dem Ende entgegen. Ich muss vorher noch hier Getreide bauen, weil ich ja hier gerade Minus produziere. Minus 10. Das ist nicht so gut. Deswegen schnell, schnell, aber schön langsam. Wieder was geschafft. Da bekommen wir ein bisschen was für. Sehr schön. Bisschen Gallier. Ach, da kann man meine Armee sehen. Liebesgut Rohstoffe in 5 Minuten. Rückkehrende Truppen. Ach, von dem Abenteuer. Das dauert noch 8 Minuten. Gut, dann machen wir noch die letzte Eisenmine. Zack. Und dann haben wir nämlich auch davon alles. Und dann gilt es natürlich im Laufe der Zeit, hier offenbar alles auszubauen. So, minus 2. Es wird jetzt wirklich Zeit, dass wir etwas Getreide produzieren. Guck mal, wie lange das dauert. Jetzt sehe ich es erst. Oh. Ja gut, das sind dann immer diese Sachen bei diesen Free-to-Play-Spielen. Ne? Was haben wir denn hier alles? Als Verteidiger mit Verlusten gewonnen. Oh, guck mal hier. Sieg! Das war dieser... das Räuberversteck, das ich angegriffen habe. Als Angreifer ohne Verluste gewonnen. Abenteuerbericht. Berichte. Ich habe schon wieder was geschafft. Ach so, das waren die Eisenminen. Dafür gibt es Holz. Das ist sehr gut, denn wir brauchen Getreide. Wir können uns mal das Dorf ein bisschen näher angucken. Was hat die Tante für uns? Baue je ein Rohstofffeld von Holz, Lehm und Eisen auf Stufe 2 aus. Na gut, so müssen wir das dann offenbar ja alles im Laufe der Zeit weiter hochpowern. Na, guck mal, so kann ich einfach rein und raus zoomen.
jetzt hier gerade das auf Level 2 ausgebaut? Irgendwie ja, ne? Na endlich, na gut, jetzt sind wir bei 0, ne? Produktion von 0. Aber besser als ein Minus. Naja, in der nächsten Folge geht's weiter und dann schauen wir mal, was wir hier gerissen kriegen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und ciao!